So, moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Let's Play, wir sind immer noch hier im Blutelfen-Startgebiet in The Burning Crusade Classic. Wir haben hier weitergemacht, letztes Mal und haben uns ein bisschen rüber unterhalten, warum ich es so schade finde, dass auf Twitch viele kleinere Streamer quitten, warum... Was ist euer Begehr? Ja, die Community auch irgendwie nur so die sehr lauten, polarisierenden Streamer fordert und die konsumiert. Und da haben wir ein bisschen drüber geredet. Und am Ende sind wir noch kurz drauf eingegangen, dass es bei mir, weil ich auch mehr oder weniger aufgehört habe mit Twitch, an vielen anderen Dingen lag, aber eben auch an der Entwicklung von WoW an sich. Und da möchte ich im heutigen Video, während wir hier entspannt eine Runde leveln werden, weiter drüber reden. Und zwar will ich so ein bisschen mal sagen, warum ich mit der Entwicklung von WoW, natürlich vor allem Classic, Retail, keine Ahnung, nicht mehr wirklich einverstanden bin damit. Und ja, warum es mir letztendlich keinen Bock mehr macht, WoW zu spielen momentan. So, was müssen wir denn hier machen? Waffen des Sindorei. Okay. Ja, wie soll ich damit anfangen? Ich würde sagen, ich fange damit an, womit ich aufgehört habe. Und zwar ganz ehrlich. Nicht die Waffen hier von mir. Meiner Meinung nach spielen ja 70% der WoW Community das Game falsch. Okay, die brauchen wir. Die meisten Leute kaufen Gold, haben eigentlich gar keine Zeit für WoW, wollen aber irgendwelche Dinge, die sie in ihrer Jugend nicht erreicht haben, weil sie mittellose Schüler oder Studenten waren, weil Studenten hatten eigentlich die Zeit, ne? Eher Schüler, irgendwie Rang 14 nicht geschafft haben oder irgendwie irgendein Item nicht hatten oder keine Ahnung. Sich dieses Gefühl nochmal holen und sind auch bereit dafür, die Warglaves zu haben oder ein Classic Sulfuron oder keine Ahnung, was es sein soll, oder Rang 14, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, indem man sich Gold kauft, Boosting unterstützt, selbst ein Boosting, Magier hat und die ganze Scheiße halt, ihr wisst ja Bescheid. Und ja, das gab's während Classic auch. Und trotzdem habe ich mich ja dann auch noch auf Burning Crusade gefreut. Und da geht auch nicht die Welt unter. Aber ich dachte halt irgendwie immer, naja, muss mich ja nicht jucken, wenn Leute Gold kaufen. Das war mal meine Aussage. Auch Leute, die mir auf Twitch zugeschaut haben, wissen das auch. Und ja, macht was ihr wollt. Juckt mich nicht, ich spiele das Game irgendwie so und gut ist. Problem ist nur, selbst wenn es einen nicht juckt, dann hat es enorme Auswirkungen darauf, wie sich das Spiel für einen anfühlt. Und sei es in Classic, aber auch jetzt auch in Burning Crusade, hat es natürlich enorme Auswirkungen, wenn die Leute Gold kaufen und nicht aktiv in der Welt unterwegs sind und Gold farmen. Dieses ganze Effizienz Getryharde und also wie gesagt, Leute kaufen Gold irgendwie um irgendwelchen GDKP-Runs dann irgendwie ihre Items zu kaufen, lieben ihre Gilden irgendwie, wenn irgendwie nach einer Woche nach Content-Release irgendwie nicht alles clear ist irgendwie, wenn es nicht schnell genug und ich weiß nicht, also irgendwie die Community von, also ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil der WoW-Community, die jetzt noch da sind,
von der WoW Classic Community. Ja, das ist das Problem. Die, die jetzt noch da sind, die spielen das Game eigentlich falsch. Und die Leute, die das verstanden haben, sind halt nach ein paar Monaten nach dem Classic Launch schon alle abgehauen wahrscheinlich. Die sind gar nicht mehr da. Und egal in welchem Bereich, sei es Tryhard Rating, danke, sei es auch Arena, auch ein gutes Beispiel, ne? Ich dachte auch so, ja, Arena, okay, da kann man ja sich mit Gold nix, oder kann man ja kein Rating kaufen in dem Sinne. Da, man kann jemanden bezahlen dafür, einen Gladi, irgendeinen BlizzCon-Champion, dass er einen boostet oder dass er mit einem spielt oder seinen Char vielleicht sogar auch spielt. Keine Ahnung, was die Leute alles gemacht haben. Das geht alles. Safe. Haben sicherlich auch eine gemacht. Sicherlich. Aber man kann in dem Sinn nicht so richtig ja, selber Skill kaufen. Das geht halt einfach nicht. So, was ist jetzt hier los? Leck. Hat echt mein Game aufgehangen während der Aufnahme. Okay, scheiß drauf. Wir machen einfach weiter. Ja, also wisst ihr, was ich meine, ne? Man muss halt trotzdem irgendwie drauf haben, wenn man in der Arena was reißen will. Zumindest so ein bisschen, ja? Die Grundlagen muss man irgendwie verstehen. So, ist mein Battle.net hier gerade irgendwie abgekackt. Wir gehen aber neu rein. Und es macht auch keinen Bock. Also wenn man gar keine Arena spielen kann, irgendwie, dann kannst du auch mit Warglaves reingehen, dann kassiert man halt einfach trotzdem mal. Ne? Und ich dachte halt aber irgendwie so, Mensch, Arena ist so meine Zuflucht irgendwie im Burning Crusade. Da kann ich so das weitermachen, was ich machen will. Ich habe ja früher auch immer nur Arena und Duelle gemacht. Duelle macht auch keine Sau mehr, aber das ist ein anderes Thema. Duelle, früher hat man nächtelang Duelle vor Stormwind, vor Ironforge gemacht und so, macht auch keiner mehr. Ist auch, ganz ehrlich, werden viele sich vielleicht denken, das ist ein Scheiß irgendwie, ist das scheiße, wie Leute Duelle machen. Für mich waren Duelle und auch Exploring, ja, wo man einfach die Welt erkundet hat, waren elementare Bestandteile vom Spiel. Ne? Also es war wichtig für mich und auch für viele andere. Und ich habe es bis heute nicht verstanden, warum niemand mehr Duelle macht in WoW. Keiner macht mehr Duelle. Waren auf Stormscale früher auch, mit Hydra und so weiter. Ich glaube gar nicht, was da auf dem Duellplatz abging. Die Hordler sind nachts vor Ironforge gekommen, damit man da Duelle machen konnte. Wir sind vor OG gekommen, um da Duelle zu machen. Es hat vereinzelt stattgefunden. Vor allem in Classic auch noch ein bisschen. Aber in Burning Crusade gar nicht mehr. Und in Classic auch am Ende dann deutlich weniger wegen der World Buff-Scheiße, ne? Weil alle konnten sich ja nicht mal einloggen. Also, wenn ihr euch vorstellt, die Leute konnten sich nicht in das Spiel einloggen wegen einem World Buff. Quasi der Sinn des Spiels ist zu spielen, konnte nicht von ihnen getan werden. Ja, es hat die Duellszene eigentlich auch komplett dann kompletten Rest gegeben. Am Anfang gab es das noch so ein bisschen. Ich erinnere mich, wie wir auf Patchwork am Anfang noch ein paar Duelle gemacht haben da. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Arena war dann für mich jetzt gerade so Burning Crusade ein Ding, wo ich dachte, okay, ja, gibt viele Dinge so, die mich abfucken im Spiel, aber Arena ist so mein Ding so, wo ich dann noch was reißen kann und auch irgendwie schön mit Mosen entspannt spielen kann und mit anderen und ja, auch letztendlich ist, Leute, was in der Arena abgeht, ne, das ist Rang 1 Titel wird irgendwie aufgeteilt zwischen den BlizzCon Champions irgendwie. Gladi geht irgendwie ab 2.9 los oder so, also 2.900er Rating. Rang 1 geht unter 3.000 gar nicht mehr. Ja, nochmal, wichtig auch an der Stelle zu erwähnen. Natürlich bin ich viel zu schlecht für Gladi auch, ja. Wahrscheinlich wäre ich auch so Gladi im Original Burning Crusade schon zu schlecht gewesen, weil ich damals einfach schlecht war. Meine heutigen Skills so hätte ich wahrscheinlich im damaligen Burning Crusade Gladi machen können. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht nur darum, dass auch dort, und ja, es ist sehr competitive, es ist unglaublich krass, wie gut die Leute schon auf 1700 sind. Ne? Also wirklich.
Es ist krass, wie gut die Leute die Arena spielen. Und ist ja auch logisch, ne? Also Leute haben jahrelang BC Arena auf irgendwelchen Private-Servern gespielt, auf irgendwelchen Arena-Servern und gucken sich die Videos an von den ganzen Arena-Freaks, holen sich Addons und Reed Auron und hast du nicht gesehen. Logisch, dass die Meta competitive wird, ja, war mir auch vorher klar. Das ist auch nicht das Hauptproblem. Hauptproblem ist wirklich, dass es auch hier, wie im PvE-Tryharding, keine Grenzen gibt für die Leute, ne? Das ist wirklich in der Art und, also, in der Art und Weise ist es so wichtig, ein Arena-Game zu verlieren, ist auch wieder wichtiger, als der Spielspaß wurde am Ende. Und der Spielspaß dadurch eigentlich wieder genommen wurde. Es geht nicht darum, dass die Leute gut spielen. Ne? Das ist wichtig. Weil viele werden jetzt denken, wir sind ja besser geworden. Dachtest du, du kannst was reißen, ne? Darum geht es nicht. Wir haben auch unser Waffenrating geholt. Wir waren auch kurz vor 1.9. Und wir hätten sicherlich auch so 2000 irgendwas hätten wir sicherlich spielen können auch. Darum geht es nicht. Und selbst wenn wir das nicht geschafft hätten, wenn wir zu schlecht sind, wäre das auch nicht der Punkt. Da sind wir halt scheiße. Kann ich auch mitleben. Es geht darum, wie die Leute die Arena spielen. Und ich werde jetzt ein paar Beispiele nennen. Es gibt in der Arena so eine Augen, womit man verstohlene Gegner sehen kann. Ja. Die spawnen nach einer gewissen Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube nach einer Minute, glaube ich. Und wenn man die genommen hat, dann kann man für 10 Sekunden, glaube ich, verschollene Gegner in der kompletten Arena sehen. Ja, man sieht dann, wo die Schurken stehen oder die Druiden oder so. Genau. Und wenn man die genommen hat, dann spawnen die Augen immer alle 30 Sekunden, glaube ich. Oder das ändert sich dann irgendwie alle 30, dann alle 45 oder irgendwie so. Keine Ahnung. Es gibt einen Addon dafür, da hat man so einen Timer, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so einen Timer im UI, wo man sehen kann, wann die Augen kommen. Und die Augen sind natürlich dementsprechend, wir haben sehr, sehr viele Schurken in der Meta, weil der Schurke sehr stark ist in der Arena und einfach sehr viele Schurke spielen. Druide spielen auch sehr viele, der kann auch unsichtbar gehen. Deswegen sind die Augen sehr, sehr wichtig in der Strategie in der Arena, einfach ein wichtiger Bestandteil davon. Und die sollen einfach verhindern, dass zum Beispiel jetzt nicht ein Schurke oder so Arena spielen kann und einfach, oder zwei Schurken gehen in die Arena rein und machen einfach nichts. Ja, die hocken sich halt einfach dahin und warten so lange, bis die Gegner liefen. Könnten sie ja quasi theoretisch gesehen machen. Also, ich schwör's euch. Wenn es die Augen nicht geben würde, würden das Leute machen. Ich schwör's euch. Unabhängig davon muss ich aber wirklich sagen, ich bin fast schon der Meinung, dass man das sogar spielt. Das wäre sogar spielbar, auch mit den Augen. Ich bin der Meinung, zwei Schurken könnten eigentlich, wenn sie sehr gut spielen, aber vielleicht auch einen Druide und einen Schurke könnten sie sehr gut spielen, immer auf Endlos-Game gehen. In vielen Setups zumindest. Indem man einfach unsichtbar bleibt und immer wieder die Augen kurz vom Gegner holt und so. Also zum Teil habe ich wirklich selber da schon Leute verarscht und hatte noch zwei Gegner, habe dann die Augen geholt und mich versteckt, irgendwie, weil ich irgendwie kurz mad war oder so. Ja, sollte man nicht machen, aber ja, auf jeden Fall. Deswegen gibt es die Augen, ja, so, simpel. Und in der ursprünglichen Arena, wo ich 2006 Arena gespielt habe, ja, da gab es die Augen auch schon. Und die hat man hat auch mal auf die gewartet vielleicht, weil man irgendwie jetzt wusste, okay, gegen das Team hat man schon sehr oft verloren. Dann ist man da irgendwie so hingegangen, ja. Das kam mal vor, so dass man vielleicht mal auf Auge gewartet hat am Anfang, bis sie kommen und dann erst irgendwie geschaltet hat. Und heute ist es wirklich so, von vielen Teams die Strategie, gegen manche Setups machen die gar nichts, so, sondern die warten nur aufs Auge. Also die bleiben quasi so lange verstohlen, zeigen sich nicht, bis die Augen kommen. So. Das heißt, war schon mal in der Arena sehr, sehr viele Gegner, wo du wartest ja eine Minute, bis das Arena-Game losgeht und dann wartest du quasi nochmal eine Minute, bis die Augen kommen. Da ist auch sehr, sehr viele Games, wo du auf jeden Fall erstmal 2 Minuten warten musst,
bis überhaupt irgendwas passiert, ja, bis mal einer angreift, so. Und dann ist es meistens so, nach diesen 2 Minuten geht das Game dann ungefähr noch 10 Sekunden, weil meistens ist das dann irgendwie Double Rogue oder Feral Rogue oder Mage Rogue oder so, und die jucken dann einen von dir in 5 Sekunden down und das war's dann. Ja, dafür hat man dann quasi 2 Minuten gewartet. Und alle haben natürlich ein Spam-Zap-Makro, ja, womit muss man übertrieben, so ungefähr, durchhämmern muss. 2 Minuten lang durchgehend, weil es ja sein könnte, dass der Schurke doch irgendwie in der Nähe ist, ja, und dann muss man das Makro so durchspammen, wenn man sonst direkt verloren hat, ja. Wenn man aber dann den gegnerischen Schurken in den Zap bekommt, weil man eben durch algorithmische Gründe das Makro von einem früher gezündet hat, ja, dann hat man vielleicht noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Nochmal, es geht nicht darum, dass wenn man schlecht ist, dann sollte man verlieren, das ist auch richtig. Aber die Leute übertreiben halt so unglaublich von ihrem Anspruch her gewinnen zu wollen, das ist es wirklich nicht mehr feierlich. Was möchte ich denn hier mitnehmen eigentlich? Alderons Kopf, okay. Oh, der ist oben, oder was? Ja, also Leute, die nur auf Auge spielen in der Arena, weiß ich nicht, ne? Also das ist auch schon wieder so eine Geschichte, wo ich mir echt denke, Leute, ey, keine Ahnung. Hätte früher keine Chance gemacht. Man hat das vielleicht ab und zu mal irgendwie gemacht, aber wäre nicht die Strategie gewesen, das jedes Mal so zu machen. Und das ist ein Ding, und dann gibt es ein anderes Ding, das ist, wenn man ein One-on-One hat in der Arena. Kommt sehr oft vor. Und manchmal ist es zum Beispiel auch Healer gegen Healer. Ja, oder zum Beispiel auch Warlock gegen Priester oder Warlock gegen Druide, keine Ahnung. Und es kommt sehr, sehr oft vor, dass die Leute dann nicht leaven. Die wollen einfach dann nicht leaven. Und dann ist es ein Endlos-Game. Und das geht dann so meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis einer vielleicht doch noch irgendwie durch Luck gewinnt oder bis einer dann wirklich keinen Bock mehr hat und lief. Und das sind auch so Sachen, die sind vorgekommen 2006, ja, aber nicht in der Häufigkeit, Leute. Ich kann es verstehen, wenn man mad ist irgendwie so, wenn man nicht verlieren will und es ist auch mal lustig so, ich habe auch mal so ein Endlos-Game, beide tryharden so ein bisschen, aber ey, das hat sich so krass verändert, ne? Dieses krampfhafte, übertriebene, unbedingt gewinnen zu wollen, gab's früher einfach nicht. Das hatte auch in dem MMO nichts verloren irgendwie. Und das Problem ist die Häufigkeit, wie du diese Games bekommst, wirklich. Und daran merkt man wirklich eigentlich auch, was für Leute eigentlich in Burning Crusade Classic noch am Start sind. Vielleicht kann ich das hier schaffe, gucken wir mal. Okay. Und nee, der Essen wahrscheinlich nicht. Ah, okay, doch. Das ist schon mal wunderschön. Da muss ich leider wirklich sagen, dass ich deswegen auch in der Arena nicht die Erfüllung gefunden habe, die ich mir da erhofft habe. Ich dachte wirklich, der Arena-Bereich wäre so ein bisschen von dem Tryharding verschont, weil ja eben doch sehr viel über Skill geregelt wird. Ne? Also kannst du so viel tryharden, wie du willst. Wenn du schlecht bist, so, dann ist irgendwann Ende ab einem gewissen Rating. Ne? Da brauchst du auch kein krasses Gear oder irgendwie, oder kannst auch nicht 3000 Jahre spielen irgendwie, du musst dich dann schon irgendwie auch was drauf haben und auch dich mit deinem Mate gut verständigen können und so weiter. Aber wie gesagt, die Häufigkeit, wie die Leute so eine Sachen abziehen in der Arena, nimmt dir auch den kompletten Spielspaß aus der Nummer. Und dann kommen dann noch Sachen wie dazwischen, dass man gewisse Weak Auren braucht und ist wirklich ja, wie nennt man das, Reaktionsding schon ist. Wer schneller jetzt irgendwie die Zap-Taste gedrückt hat. Oder, das war früher auch so, natürlich. Aber es war nicht so essentiell irgendwie. Es war nicht so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll irgendwie. Es war einfach alles entspannter. Und das ist immer so der Punkt, der in WoW, finde ich,
Die Arena ist ja nicht, also Arena ist ja E-Sport ein Stück weit, aber in WoW war es immer so, der E-Sport war so ein bisschen so gezügelt, wie so eine soziale Marktwirtschaft. Ist ja so, also es war nicht so der ungehemmte Kapitalismus irgendwie, wo jeder einfach ja, komplett übertrieben hat. Man hat schon irgendwie competitive gespielt und sich verglichen und so weiter und wollte der Beste sein, aber es war halt nicht so krank wie ein Counter-Strike oder so. Ja? Und das hat sich völlig, völlig, völlig geändert. Und nicht nur, wie gesagt, von der Fähigkeit von den Leuten her, sondern auch von der Art und Weise. Und das ist also es ist einfach nur noch ekelhaft geworden, wie die Leute da, wie wichtig das irgendwie ist so und ja. Deswegen wurde mir dann quasi in Burning Crusade dadurch irgendwie auch so ein bisschen mein Way Out genommen. Ja, Ehre genommen, Vorhaut genommen, wurde mir dann meine Arena auch noch genommen. Und ja, dann waren wir wieder an dem Punkt angekommen, irgendwie. PvE war, hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr drauf. Arena konnte man dann so auch nicht mehr machen, wie ich es machen wollte. World PvP macht auch keine Sau mehr, weil entweder wird in Dungeons gefarmt. Da gibt es auch wieder neue Paladin-Farm-Methoden mit 3000 Gold und hast du nicht gesehen und so weiter. Ja, dann Stressful im Rumgammeln, irgendwie, das wurde dann die neue Meta, hat sich hier dann Paladin. Oh, ist alles so. Es ist so dumm, alles, weil es nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat und keiner schnallt es. Oh. Ich kenne so viele Leute, die echt. Ah, habe ich so viel wieder gefahren gestern, das war so geil und hat überhaupt nichts mehr mit diesem Spiel zu tun. Jeder denkt, er spielt WoW, aber keiner spielt WoW mehr. Arbeiten, die Leute arbeiten in WoW. Arbeiten ihre Scheiße ab und wissen gar nicht, was sie mit dem Gear machen sollen, was sie sich jede Woche holen. Egal. Und dann reicht es aber noch nicht mal. Noch nicht mal das reicht. Da muss man noch Gold kaufen, wenn man nicht farmen muss für die Consumables. Jeder Honk geht in GDKP-Runs mit irgendwie und farmt sich die Glaives irgendwie, damit er noch irgendwie einen Vorteil in der Arena hat. Und ja, und World PvP macht auch keiner mehr, weil es keiner mehr in der Open World unterwegs so. Gibt es keinen Grund mehr für. Ist so ineffektiv. Und deswegen muss man wirklich sagen, im Nachhinein war Classic wirklich geiler als Burning Crusade auch. Muss man so sagen. Weil da gab es immerhin noch World PvP. Der dann zwar gekillt wurde, wegen der World Buff-Scheiße. Das haben die Leute natürlich auch selber versaut. Aber am Anfang war es geiler. War sehr lange, muss man sagen, geiler. Als. Ja, Classic war sehr lange geiler als alles andere. Und Burning Crusade war auf jeden Fall dementsprechend auch in Bezug auf das, was die Leute haben wollen, die falsche Entscheidung. Also es war quasi einfach dann nur das, was man mit Classic kurzfristig bekommen hat. Und zwar eben nochmal so dieses Feeling von damals einfach. Jetzt gehe ich drauf. Okay. Und zwei geedit. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Naja, auf jeden Fall. Na, oh, so spät, Scheiße. Ja, auf jeden Fall, das waren so die Ingame-Dinge. Dann waren noch ein paar andere Sachen auch. Wo, Nee, das waren eigentlich schon die Hauptsachen. Mir wurden eigentlich alle Sachen, die ich in WoW mal gefeiert habe, genommen. Duelle wurde mir genommen, Arena wurde mir genommen. World PvP wurde mir genommen. Das waren die Dinge. Raiden war nie mein Ding. Das können euch andere Leute auch bestätigen. Früher, wenn wir bei Mosen LAN gemacht haben, er hat geraidet. Ich habe World PvP oder Duelle gemacht, eigentlich überwiegend. Ab und zu habe ich auch BGs gemacht. BGs ist halt ein Punkt, da könnte man sagen, das könnte man noch machen, kritisch gesehen.
Aber bei BGs ist es so, also ich war nie ein BG-Spieler, weil ich immer schon World PvP geiler fand. Ich bin da so ein bisschen so wie Peo. Also ich war nie so ein Ding, der sich da irgendwie aufgegeilt hat, irgendwie zum 100. Mal Warzone irgendwie scheiß Flagge zu holen, gibt's ja auch so Leute. Für die war, glaube ich, echt Classic sogar am geilsten, so für diese Warzone-Spieler. Perplexity oder so, weil die haben ja echt ihren Traum gelebt da. Aber BGs waren auch nie wirklich mein Ding. Und BGs war das Ding, dass ich in Classic Ali war. Und da haben wir immer nur aufs Maul bekommen. MBG und jetzt im Sommer war ich Horde. Da hat man dann auf einmal als Horde aufs Maul bekommen. Warum auch immer. Ja, das heißt, da konnte ich da auch keine MBGs machen. Im nächsten Burning Crusade bekommt man halt wieder als Ali aufs Maul MBG. Das heißt, ich war eigentlich noch nie, war seit dem Launch von Classic noch nie in der Fraktion, wo man MBG gewonnen hat. Ich weiß, dass das jetzt nicht unbedingt, man kann trotzdem Spaß im BG haben. Auch als Ali oder eben als Hordler in Somm. Aber es ist halt dann schon ein bisschen irgendwie, also wenn es jahrelang so schlaucht dann schon irgendwann, dann denkt man sich, mein Gott, ey. Ja, gewinnen macht einfach mehr Bock als verlieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und was bleibt mir dann noch? Sagt mir das gerne mal in den Kommentaren, was bleibt mir dann eigentlich noch? Was kann ich denn dann noch machen im WoW? Was kann ich machen? Ich kann irgendeinen Scheiß farmen, Gold. Ich kann GDKP-Runs aber machen, das ist eigentlich auch schon fast schon effektiver. Das machen eigentlich auch alle, die noch so aktiv auf Twitch am Start sind. Oder irgendwelche Dungeons farmen oder so. Aber was PvP angeht, Leute, das, was ich eigentlich machen wollte, kann ich nicht mehr machen. Man kann es nicht mehr machen. Keiner macht Duelle, keiner macht World PvP und Arena ist unspielbar geworden. Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Und ja, das heißt, unabhängig davon, dass es sowieso WoW schon unfassbar grindy war, so viel Zeit gefressen hat einfach. Und dass man dann vielleicht auch auf Twitch so ein bisschen, ne, muss man erstmal so sich dran gewöhnen, ist ein Grind und so weiter. Diese ganzen Sachen und dann das ganze Drama, den man hatte mit Community hier, Community da und Server tot irgendwie, muss man, diese ganzen Probleme, die es gab mit Lucifer und Hasenik und alles, was es gab. Und das Game, ja, diese ganzen Probleme hast du schon und dann kommt noch das Game und fuck dich auch seit 4 Jahren ab, indem immer alle Dinge, die eigentlich mal Bock gemacht haben, aus dem Spiel raus rationalisiert werden, weil die Leute es einfach noch effektiver gestalten. Dann fragt euch mal, warum die Streamer alle quitten, beziehungsweise warum, ja, immer weniger Leute das Spiel spielen. So. Ja, Leute, das waren so ein bisschen meine Gründe, warum WoW mir einfach aktuell keinen Bock mehr macht. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, es ist schade, weil irgendwie ja, auf dem englischen Server auch irgendwie auch diese ganze Server-Scheiße auch, ne, die ja auch so nervig irgendwie. Ein paar Leute sind noch irgendwie in deutschen Servern noch und jetzt gehen irgendwie alle auf Englische und das ist auch also die ganze Server-Gedöns und so, ne. Der Sieg ist nahe. Hat auch so viel kaputt gemacht einfach. Der Tag der und so viele Communities auch auseinandergerissen, die ja eigentlich so wichtig sind für Seid das Game. Seid für alles bereit. Könnt ihr euch jetzt noch 3000 andere Gründe nennen? Ist möglich, noch 3000 andere Gründe könnt ihr euch nennen, die alle scheiße gelaufen sind. Und die einfach nur sinnlos waren und hohl und. Weil zum Beispiel das Patchwork einfach so gestorben ist, so, weil alle wegtransferiert sind irgendwie.
Ich habe bis heute nicht verstanden, warum. Auf einmal war so der krasse Launch, alle waren am Start, so, und auf einmal sind alle abgehauen. So viele Dinge einfach, die auch gar keinen Sinn gemacht haben, und die bis heute keinen Sinn gemacht haben. Oder dass sich die Leute nur noch mit Goldfarming beschäftigt haben, und mit Gurub und Maraudon und. Eieieiei. Die Sonne leitet uns. Für den Sonnenbrunnen. So. Ja, das waren so meine Gründe. Warum, ja, ich letztendlich auch mit Twitch und YouTube aufgehört habe. Weil einfach das Spiel das nicht mehr hergegeben hat, ne? Das, was einem Bock gemacht hat, wurde die ganze Zeit genommen. Und dann bist du irgendwann in-game, loggst dich ein, bist live und fragst dich eigentlich selber, was du jetzt wirklich machen sollst. So. Irgendwann findest du keine Antwort mehr darauf. Und euer Gold ist hier willkommen. Schon sehr komisch gewesen, irgendwie alles. Naja, auf jeden Fall, um den Bogen jetzt mal zu spannen wieder, wie es denn so ein bisschen weitergeht. Völlig, wie gesagt, bei mir auch Real-Life-Gründe sind auch reingekommen. Es war nicht nur das WoW. Mir keinen Bock mehr macht, warum ich jetzt quasi inaktiver geworden bin, sondern auch, weil ich mich so ein bisschen auch, im Streaming verrannt hatte, würde ich sagen. Ein bisschen zu sehr den Fokus darauf gelegt. Wir haben dann auch letztes Jahr sind wir dann zusammen in die Selbstständigkeit gestartet, meiner Freundin, und da habe ich dann einfach gemerkt, ich muss wirklich noch viel mehr von meiner Energie in meine Firma stecken. Und ich konnte mir das, ich wollte es mir dann nicht mehr erlauben, so viel Zeit in für Twitch den Sonnenbrunnen einzigartige Waren und YouTube investieren. Das heißt, das waren natürlich auch Gründe. Ich war einfach auch so ein bisschen, lebt wohl. Also so ein bisschen Burnout, würde ich sagen, vom Streaming. All die Jahre. Konstant. Dreimal die Woche live. Ja, war dann einfach irgendwann nicht mehr möglich. Dann habe ich mir auch so gedacht, ey, wenn ich das aber nicht so durchziehen kann mit den dreimal die Woche, dann hatte ich irgendwie auch so diesen Drive nicht mehr. Und habe dann so manchmal ab und zu mal live, weiß ich nicht. Ich hatte immer so ein bisschen die Einstellung, ganz oder gar nicht. Ehre den Sindorai. Und. Bleibt wachsam. Muss echt mal wieder live gehen, merke ich gerade. Das ist auch das Schöne, wenn man länger nicht live gegangen ist, bekommt man auch wieder Bock drauf. Naja, ich habe dann halt irgendwie diese Ingame-Gründe und die Outgame-Gründe gehabt. Unsere Feinde. Das hat dann quasi bei mir dazu geführt, dass ich irgendwie einfach mal eine Pause braucht. Und immer eigentlich bis zum heutigen Tage noch nicht. Mir auch nicht sicher bin, ob ich jemals wirklich zu so einer regelmäßigen Twitch-Routine zurückkommen werde. Wenn, dann überhaupt sowieso erst im Winter. Wir werden jetzt nochmal unterwegs sein, ein paar Monate. Es wird nach England gehen, habe ich auch Bock drauf. Sehr gespannt. Und wir werden im Van traveln. Und da wird es mir in der Form quasi gar nicht möglich sein, regelmäßig live zu gehen. Und das ist auch einer der Gründe, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich fange wieder an, so mit Twitch, weil ich einfach Bock habe. Ja? Einfach nur, weil ich Bock habe. Nicht um was zu erreichen oder irgendeinen Scheiß oder so. Einfach nur, weil ich Bock habe, zu zocken und dabei zu quatschen. Dann wäre immer so im Hinterkopf gewesen, ja, aber in 2-3 Monaten bin ich ja dann eh wieder ein paar Monate weg. Warum also jetzt noch regelmäßig anfangen? Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich das jetzt auch nicht gemacht habe. Weil für mich ist Twitch echt so ein Ding. Zum Beispiel gerade haben wir auch keine eigene Wohnung.
Ja, und im Winter werden wir wieder eine eigene Wohnung haben. Und wenn wir dann schön wieder so eine eigene Wohnung haben, ich auch wieder so eine Routine, sage ich mal, drin habe, so mit eigener Wohnung, da zu arbeiten, sich alles zu managen und so weiter in irgendeiner Stadt. Mal gucken. Dann kann ich mir auch wieder vorstellen, dass ich so regelmäßig auf Twitch live gehe. Also Twitch ist für mich, ja, man kann schon viel mobil machen und so weiter. IRL-Streams und so weiter, das geht alles schon. Aber irgendwie für mich ist Twitch so eine Verbindung auch. Man hat so einen geilen Gaming-Room irgendwo, richtet den sich schön ein und geht da dann so immer live. Und wissen so, diese Routine ist für mich auch Twitch. Und solange ich einfach weiß, so dass das nochmal unterbrochen wird, hatte ich da jetzt eher nicht so Bock drauf einfach. Ne? Das ist auch so einer der Gründe. Ja. Und was ich auch gelernt habe, das habe ich letztes Jahr gelernt, wo ich dann gesagt habe, ich quitte Gaming und gucke mal auf Gaming, bla. Das war dumm. Es gibt immer Phasen im Leben, wo man vielleicht weniger Bock hat auf etwas, aber Gaming wird immer meine Leidenschaft bleiben und ich habe auch damit aufgehört, immer so Dinge übertrieben darzustellen. Jeder hat mal weniger Bock auf irgendwas, ja. Und es kann sicherlich sein, dass ich oft zurück nach WoW, nach WoW kommen quasi. Und irgendwann auch mal wieder anfange. Vielleicht auch mal in WoTK reinschaue, keine Ahnung. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Ja. Kann aber vorkommen. Also ich habe mich davon verabschiedet, immer so ganz klare Statements zu geben, irgendwie so. Und welche Versprechen oder so, weil am Ende wird dir nur nachgesagt, von wegen, du hast aber das und das gesagt. Dann hast du dich umentschieden. Meanwhile entscheidet sich jeder von euch auch jeden Tag 300 Mal um irgendwie. Nur er dokumentiert es halt eben nicht in Videoform und deswegen ist keiner mit. Das ist der Unterschied. Egal. Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie es weitergeht, wenn ich regelmäßig wieder auf Twitch was mache so. Was mich momentan sehr interessiert, ist tatsächlich, ich vermute, dass werden viele vielleicht nicht verstehen oder viele lustig finden oder flamen. Aber tatsächlich Warcraft Arclight Rumble, muss ich echt sagen, hasst mich dafür. Ist scheißegal. Ich find's interessant. Ich freue mich tatsächlich auf das Mobile Game von Blizzard. Unsere Feinde werden ja, aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, weil ich hab mir schon gefragt, wann wir die Dinger hier mal einsammeln müssen. Der erste Grund ist, weil ich immer noch nicht genau sagen kann, selbst wenn wir auch in eine Wohnung anziehen, aber wenn das nicht so sein sollte, dass wir wirklich stationär dann jahrelang erstmal in der Wohnung sind und jetzt nicht mehr fett traveln, aber wenn wir schon noch öfter traveln werden, dann könnte es sein, dass ich vielleicht so diese Streaming-Routine nicht aufrechterhalten kann, weil wir unterwegs sind. So. Und wenn ich jetzt aber Warcraft Arclight Rumble spielen würde, wenn mir das wirklich auch Bock macht und wenn ich auch streamen würde, dann glaube ich, dass ich da auch in der Lage wäre, das mobil zu streamen. Weil das ist ja wirklich von den, also das ist ein Mobile-Game, ne? Das ist ein Handy-Game, da brauchst du ja wirklich gar keine Anforderungen für. Das weiß ich genau generell auch jetzt, wenn man jetzt in seinem Gaming-Setup streamt, wie das ist so, vielleicht weiß es ja der ein oder andere von euch, wie man das dann streamt. Ich weiß aber, dass es geht. Trimax hat zum Beispiel Erlang oder auch viele andere Candy, Crush und so weiter gestreamt. Also quasi Handy Games über Twitch irgendwie, über den Rechner oder keine Ahnung wie. Weiß aber gar nicht, ob die dann das Spiel am Rechner sehen oder auf dem Handy. Ich glaube, man muss es dann wirklich auch auf dem Handy spielen, mit der Meinung, ne? Ja. Aber man spielt es quasi trotzdem am Handy, filmt sich aber dabei. Irgendwie so. Das könnte ich mir nämlich sehr gut vorstellen, hätte ich Bock drauf. Weil dann könnte ich nämlich meine Leidenschaften, Traveln und Gaming miteinander verbinden.
Das wäre so ein bisschen der Dream. Aber das macht auch nur Sinn, wenn man das Game Bock macht. Das heißt, da müsste ich erstmal gucken, ob das Game wirklich gut ist und ob mir wirklich Mobile Games dann wirklich auch zusagen oder halt eben nicht. Keine Ahnung. Weiß ich halt eben noch gar nicht. Dann könnte man sogar mal Diablo Immortal sich anschauen. Was ja jetzt auch eine PC-Version bekommen hat. Weil einige Leute keine Telefone haben. Ja, aber mal gucken. Ne? Das ist alles nur so ein bisschen so Überlegungen und ich weiß noch nicht genau so. Kann auch vielleicht gar nicht passieren so, aber das sind so die Überlegungen, die man einfach hat. Alternativ könnte es auch sein, dass ich wirklich mit WoTK dann wieder anfange zum Winter. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht mitbekommen, wann der Release-Termin überhaupt sein soll. Ich habe auch zum Beispiel jetzt relativ lange eine Videos hier hochgeladen, bin auf Twitch inaktiv, bin deswegen auch momentan nicht in dem, ich sag mal, nicht in Kontakt mit Blizzard und habe momentan auch nicht die Möglichkeiten, in die Beta reinzukommen. Das hätte ich wahrscheinlich die Möglichkeit eventuell gehabt, wenn ich da mich drum gekümmert hätte, aber das ist auch vollkommen verständlich und das respektiere ich auch, dass ich diese Möglichkeit nicht habe, weil ich einfach nicht aktiv bin gerade und wenn ich gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich später Zugang gehabt, aber dadurch, dass ich eh unterwegs bin, jetzt bald erstmal für ein paar Monate, ist es eigentlich eh dann egal und aber es könnte tatsächlich sein, ich weiß nicht genau, wann der WoTK-Launch ist, aber es könnte sein, dass ich dann in WoTK in DK anfange und dann regelmäßig wieder streame. Aber was soll ich dann in Northrend machen? Ja, es könnte halt wirklich sein, dass ich glaube, ich habe, und damit würden wir auch das Video dann heute gleich beenden, ich habe mich einfach in meiner Erwartungshaltung an WoW Classic, egal welche Version, sei es quasi jetzt Vanilla, sei es Burning Crusade oder auch WoTK, und das ist wirklich, vielleicht auch interessant, ist mir gerade aufgefallen, der Hauptfehler, den ich, glaube ich, gemacht habe, das ist der Hauptfehler, den ich gemacht habe, ich bin in jede Erweiterung bisher mit einer viel zu krassen Erwartungshaltung reingegangen. Das ist mir jetzt gerade erst klar geworden. Egal was es war. Da ist eine Gilden-Community, ein Event, ein Add-on, ein Patch, egal was. Ich bin immer mit einer viel zu krassen Erwartungshaltung reingegangen und habe immer gedacht, dass alle auch so leidenschaftlich sich darauf freuen wie ich und auch das so machen wollen, dass man das Feeling hat wie damals irgendwie. Und viele andere, glaube ich, sei es ein Joker D oder ein S-Fund oder S-Min Gold oder keine Ahnung so, selbst ein Peo, sind, glaube ich, viel mehr so, S-Fund ist ein gutes Beispiel. Der hat sich auch extrem gefreut, aber irgendwie hat er auch immer so eine gesunde Distanzierung zu WoW gehabt irgendwie. Ich glaube, der hat immer so geschnallt, ja, es ist zwar irgendwie alles geil und es gibt coole Phasen, aber es gibt auch Phasen, die irgendwie gar keinen Bock mehr machen und da hat er irgendwie so mehr schon mit gerechnet und ich war dann immer so überrascht und hab mich so gedacht, hä, warum ist denn jetzt auf einmal schon wieder alles scheiße irgendwie so? Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin dann immer so gedacht so, hä, wir haben jetzt irgendwie alle hierauf hingearbeitet und auf einmal haben alle irgendwie gequittet so, ne, und für die war das dann normal irgendwie und ich hab dann immer so gedacht, das geht für immer weiter und vielleicht auch so eine Wunschvorstellung, die unlogisch ist so, aber so war das halt irgendwie bei mir. So. Geben wir das hier noch ab. Macht jetzt hier noch? Was ist euer Begehr? Oh, jetzt greifen die hier noch an, oder was? Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Na gut. Oh, die klatschen wir noch. Ich hoffe, gucken, was schaffe ich hier noch. Mal schauen. Ja, sagt mir gerne eure Meinung zu den ganzen Dingen, die ich heute angesprochen habe in den Kommentaren. Achso, das war schon? Okay. Unsere Feinde werden fallen. Ich dachte, jetzt kommen noch wie drei Wellen oder so. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Nach Morgenluft müssen wir. Ah.
Ja, ich würde sagen, wir gehen noch nach Morgenluft. Und da logge ich mich dann aus. Ja, so machen wir das. Ja, sagt mir gerne, besudelte Erde. Ah, ja, haben wir auch schon gemacht jetzt, oder? Egal. Eure Meinung zu den Themen, die wir heute hier besprochen haben. War es zum Teil so sehr deep heute mal gewesen. ja, ich bin gespannt so, wie das Format ankommen wird. Ob ich selber wirklich irgendwann nochmal was auf Twitch mache und auf YouTube oder nicht so wirklich. Oder ob es bei diesen Videos hier bleiben wird. Keine Ahnung, Leute. Ja, die Welt dreht eh gerade durch irgendwie. Vielleicht ist es auch irgendwie gut, wenn man hier so einen Ort hat, wo man einfach entspannt über solche Dinge reden kann und auch hier in WoW einen Ort hat, wo man abschalten kann. Vielleicht ist auch das so noch einer der Gründe, die für WoW sprechen, warum wir das Spiel noch brauchen. Ja, keine Ahnung. Aber ja, das ist so, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, man geht ohne Erwartungshaltung in WoTK rein. Was ist euer Begehren? Aber auch dann würde so schnell die Frage wieder aufkommen, was macht man? PvE, hab ich keinen Bock drauf. Arena wird noch beschissener. Mit Shadowmourne-Kriegern. Obwohl, muss nicht unbedingt sein, das ist doch auch immer so eine Standardfloske irgendwie. Die finsteren so, Zeiten gehen wir noch ab. Bam, bam. Bewahrt euren Stolz. Ja, mach ich. Lebt wohl. Ja, lebt wohl. Das ist auch ein schönes Ende hier am Lagerfeuer. Leute, Level 10 haben wir auch gemacht, by the way. Habe ich gar nicht so wirklich mitbekommen. Gehen natürlich direkt rein. Was macht man denn hier? Ich glaube, Segnung macht man, oder? Wo man geht ja eigentlich. Oh, was macht man denn hier? Aber man geht hier rein. Ja, Leute, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich, ja. Bin immer noch gespannt, wie das Format bei euch ankommt. Entspannt. Bisschen leveln und ein bisschen quatschen. Könnte man aber eigentlich auch auf Twitch machen, ne? Braucht man da überhaupt YouTube-Videos für? Die ich hochladen muss, wo ich ein Thumbnail brauche. Und. Fragen über Fragen, Leute. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Defy da. Ciao, ciao.